Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde der Hanse, Freibeuter, Kaufleute und sonstige Pfeffersäcke hier zu Let's Play Patrizia 4, Aufstieg einer Dynastie. Wir sind zurück, beim letzten Mal haben wir ja Mitte Juli in diesem Jahr 1372 Schluss gemacht. Ich habe gesagt, ich spiele ein bisschen offscreen, das habe ich auch gemacht, als nicht allzu lang, gerade mal ein paar Monate, einfach um den nächsten Rang zu erreichen. Das sollte jetzt dann relativ bald dann auch passieren, dadurch, dass wir das ausstehende Schiff noch bekommen. So, jetzt haben wir zum ersten Mal hier die Millionen-Credit-Marke kurzfristig geknackt, da ist es schon wieder vorbei. Ja, was habe ich groß gemacht? In der Zwischenzeit eigentlich nicht allzu viel, hat nochmal ein paar Schiffe in Auftrag gegeben, ein paar Häuser gebaut, das übliche halt. So, die Stadtmauer hier in Lübeck ist auch schon recht weit fortgeschritten. Also ich würde mal sagen, wenn ich jetzt so rauszoome, ja, so gut Halbzeit ist mal durch. Pirat Kornbrook wird stärker. Ja, wir haben mittlerweile auch schon ein zweites Piratenversteck hier am Start. Pirat Holgersson, nachdem ja hier der Kornbrook seit Spielbeginn eigentlich hier oben sein Versteck hat. Also wir kennen jetzt das zweite. Was ist noch passiert? Ich habe in Stockholm ein Kontor eröffnet. Das ist mittlerweile zum Glück auch schon fertig. Da ist der Verwalter auch schon eingestellt. Analog natürlich den anderen Städten soweit. Ich habe hier, glaube ich, auch schon zwei Betriebe gebaut. Genau hier, und zwar zwei Hanfhöfe. Witzigerweise produziert Stockholm selbst Hanf und die haben aber trotzdem immer Mangel. Das liegt aber wahrscheinlich einfach an der extrem hohen Nachfrage, weil hier ja Stockfisch produziert wird. Wir sehen es hier sehr schön. Und Stockfisch braucht Hanf und Salz im Verhältnis 2 zu 1. Also heißt 2 Hanf und 1 Salz zur Produktion von Stockfisch. Wie bin ich da drauf gekommen? Ja, ganz einfach, nachdem ich in Oslo das Ganze ausprobiert habe. Und zwar habe ich hier zwei Gebäuderäuchereien. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Ach, jetzt Sattle. Ja, okay, nee, die sind noch gar nicht fertig. Wo habe ich denn diesen Impuls her, 2 zu 1? Mensch, jetzt helft mir mal. Woher weiß ich denn das? Ich weiß es nicht. Irgendwoher weiß ich es. 2 zu 1. Tut mir leid, ich kann es an dieser Stelle nicht auflösen. Vielleicht fällt es mir in der Zwischenzeit ein. So, das eine Schiff, das noch offen war, ist jetzt fertig. Das heißt, wir müssten, und da passiert es auch schon, zum Ratspräsidenten aufsteigen. Prima. Und ein neuer Pirat, Ludewig. So muss es sein. Wäre ja zu einfach, ne? So, für den nächsten Rang brauchen wir 3 Kontore und 5 Schiffe. Das müsste dann, glaube ich, der Patrizierrang sein, wenn ich mich richtig erinnere. So, Piraten lauern vor Malmö, das ist sehr schön. So, und jetzt müssten wir auch endlich hier in die Gilde zu den Maßnahmen können. Ja, das können wir, aber es sind allerdings momentan keine Maßnahmen draußen. Das ist natürlich prima. Ne, eigentlich nicht. So, und unter den beliebtesten Händlern der Hanse sind wir mittlerweile schon auf Platz 2 vorgedrungen. Natürlich nach unserem Freund Störtebecker, den ehemaligen Bürgermeister von Lübeck, den wir da sauber abgewählt haben. Naja, was heißt abgewählt? Nicht wir, sondern natürlich das Volk hat ihn abgewählt. So, ja, jetzt ist natürlich ein bisschen doof, ne? Ich wollte das ja zeigen mit den Gildenaufträgen, aber solange hier jetzt nichts da ist. Ach, jetzt auf einmal ist er da. Okay, sehr schön. Anerkennung einer Hansestadt. Der Rat der Hanse hat schwierige Aufgabe zu vergeben, bla bla bla. Die Faktorei Oslo, also momentan ist Oslo nur eine Hanse-Faktorei und ist mittlerweile groß genug, um Hansestadt werden zu können. Allerdings muss man da wohl erst den Rat der Stadt Oslo von überzeugen, dass sie einen entsprechenden Antrag stellen. So, wir haben knapp 2 Monate Zeit. Ja, nicht ganz 1,5 Monate und wir kriegen 420.000 Gold als Belohnung. Diesen Auftrag nehmen wir natürlich gerne an und düsen nach Oslo. Nachdem wir da ja mittlerweile auch ein Kontor haben, was heißt mittlerweile schon ziemlich zu Beginn eigentlich, ne, können wir hier direkt zur Stadt uns portieren und in den Stadtrat vordringen. Hier sehen wir auch schon diese Maßnahme Hansestadt, Status beantragen. Momentan ist zwar der Wehrturm etwas priorisiert, aber das können wir ja durch entsprechend großzügige Spende, ich sage mal, ja, was spenden wir denn, sagen wir mal 50.000, verändern. So, jetzt haben wir hier Hansestatus beantragen, 29%, aber offenbar hat es nicht gereicht. Wir spenden bald nochmal 10.000. So, 30, jetzt muss aber, jetzt muss doch mal gut sein, hey, ja, die haben wieder, die kriegen wieder den Kragen nicht voll, die Jungs hier. Jetzt hat Lee 31%, der Rat ist mehrheitlich dafür, den Hanse-Status zu beantragen. So, 1, 2, 3, jetzt wird es gar nicht mal allzu lang dauern. Und schwuppdiwupp, Auftrag abgeschlossen, Oslo ist nun Hansestadt und unser Ansehen ist jetzt gestiegen. So,
Hier nochmal die Auflösung. Verhältnis 2 zu 1. Kann sein, dass ich das aus einem früheren Patrizia 4 Spiel noch weiß. Also ich, ja, ich war mir total sicher, dass Hanf 2 und Salz 1 Teile benötigt wird für die Produktion. Aber ja, es muss von früher sein. Nur so konnte ich es mir erklären, weil wir haben ja noch keine. Das sind ja unsere ersten hier. So, wird auch schön gefüllt. Die Betriebe, sehr gut. Oh, wir haben wieder einen Wohnungsmangel. Einem hätte ich mir eigentlich denken können, hätte ich gleich ein paar Wohnhäuser in Auftrag geben können. So, Wohnen am Hafen, wer wollte das nicht? Wunderbar. Jetzt passt's wieder, gut. Dann müssen wir natürlich unseren Kontorverwalter noch einstellen. Ja, da passt natürlich das Verhältnis nicht, das müssen wir umdrehen. Machen wir 60-30. 2 zu 1, ne? 60-30. Der Rest wird dann an die Stadt verkauft. Und auch hier nach wie vor extrem große Nachfrage nach Hanf und Salz. Mhm. Na gut. So. Was wollte ich noch machen? Irgendwas wollte ich noch machen? Wollte ich in Stockholm noch irgendwas machen? Nee, nicht, gell? Wollte ich aber nicht jetzt. Nein, ich habe mich wieder ablenken lassen. Wir haben ja jetzt diesen Auftrag für den Hanserat erledigt. Sehen wir hier erfolgreich durchgeführte Maßnahmen 1. So, und da wartet schon der nächste Auftrag. Vernichtung eines Piratenverstecks. Das Versteck des Piraten Kornbrock ist endlich gefunden worden. Es wird ein schlagkräftiger Händler mit einem oder besser mehreren starken Kampfkonvois gesucht, um das Versteck auszuheben. Ja, ist in Ordnung. Pirat Kornbrock. Bis 2.2. haben wir Zeit. So, dann würde ich sagen, dann nehmen wir doch mal ganz geschmeidig unsere Seemöwe mit. Und die gucke ich aber sicherheitshalber raus. Wir fahren jetzt nur mit unserem Kampfkonvoi. So, das Versteck war da oben. Hier wird es auch schon symbolisiert durch diese zwei Säbel, dass hier eine Mission läuft. Also, diesmal mal hin. So, ich bin aber noch nicht fertig mit dem zu erklären, was ich gemacht habe in der Pause. In Stettin, ich glaube, das haben wir noch nicht gesehen, ne? In Stettin habe ich ebenfalls ein Konto gebaut. Hier sieht man schön. Habe aber hier noch keine Betriebe am Start, ne? Ich habe hier erst einmal noch ein paar Wohnhäuser in Auftrag gegeben. Oh, prima. Forschung abgeschlossen. Gefechtssegel. So, und das ist nicht so prima. Da kann mal wieder einer sein Darlehen nicht zurückzahlen. Aber gut, wir haben ja mittlerweile so viel Ansehen, da spielt es keine Rolle mehr. Okay, wohnungstechnisch ist in Stettin auch alles in Ordnung. So, dann zurück nach Lübeck und die Universität den nächsten Forschungsauftrag lostreten. Also, wir sehen hier, Ballistik ist erforscht und Gefechtssegel ist erforscht. Dann können wir jetzt das gekörnte Pulver auch noch erforschen. Dauert 200 Tage, Respekt. Und verbessert den Schaden um 10%. Komm, auf geht's. Prima. Anzahl der Universitäten 1, Wissenseinheit pro Tag 1. Wenn jetzt andere Städte ebenfalls Universitäten hätten, würden sich hier die Punktzahl erhöhen. Und dann geht natürlich die Forschung auch schneller, ne? Ist auch klar. Aber gut, die anderen Städte, die sehen wohl nicht die Notwendigkeit, in eine Universität zu investieren. So, wir machen mal kurz wieder unseren Landesfürsten glücklich. 66%. Wie sieht es denn generell aus? Muss man immer mal wieder schauen. England unzufrieden, nicht gut. Flandern neutral. Mecklenburg waren wir gerade eben. Dänemark ist auch okay. Norden ist schon wieder 40%. Uiuiui. Das ist nicht gut. Schauen wir kurz in den Norden. Ob man für den Meister Landesfürst was tun könnte. Er hat eine Warenforderung. Ah, Honig, Käse, Salz. Eieiei, Honig, Käse, Salz. Käse. Salz, das funktioniert. Okay, Zeitbremse. Das bedienen wir. Honig, Käse, Salz. Kaufen halt jetzt von der Stadt. Ist ja wurscht, es ist ja zum Glück da, deswegen habe ich vorhin geschaut. Und ansehenstechnisch wirkt sich das hier ja nicht wirklich aus, gell? So, wir erfüllen jetzt diesen Auftrag. Der bekommt 20% Zufriedenheit dazu und wir aktivieren den normalen Zeitverlauf wieder. Prima. So, und während ich hier quatsch, ist unsere Seemöwe angekommen. Ja, dann würde ich sagen, automatischer Kampf. Auftrag abgeschlossen. 120.000 Öcken. Wunderbar. Und wir haben nichts verloren. Prima, aber das Schiff ist wahrscheinlich ziemlich übel. Oh ne, die haben fast nichts abgekriegt. Das ist ja super. Und hier sehen wir noch ein paar Waren. 55 Waren Treibgut, die wir quasi aus diesem Piratenversteck mitgehen lassen. Das ist prima. Das hat sich ja richtig gelohnt, ne? Also rein geldtechnisch. Ich meine, schaut euch das hier an. Wir haben jetzt mittlerweile fast 2 Millionen. Die Sache läuft.
Wenn ich diese Dreckspiraten nicht wären, ne? Das wäre noch was. Aber gut. Man kann sich's nicht immer aussuchen. So, wenn wir schon da sind, nehmen wir noch ein bisschen Kleidung mit und kloppen mir ein paar Felle raus. Einfach um nochmal Geld zu machen. Und die nächste Maßnahme wartet. Anerkennung einer Hansestadt. Das kennen wir ja schon. Aalborg ist mittlerweile soweit. 600.000. Ja, komm, das machen wir auch. Nehmen wir auch an. Währenddessen fahren wir mit unserer Seemöwe wieder zurück nach Lübeck. Und in Aalborg. Gleiches Spielchen. Wir gehen in den Stadtrat. Und... ui, die sind sogar schon sehr weit. Die wollten eine neue Stadtmauer bauen. Da fehlt noch ein bisschen was, aber gut. Hm. Ja, nee. Wir machen hier eine Aufwertung. Komm, es hilft ja nichts. Wir spenden mal 75.000. Das hat nicht... nee, das hat nicht viel gebracht. Ja, super. Jetzt bauen die eine Stadtmauer. Ich dreh durch. Ja, das war jetzt blöd. Jetzt haben sie von mir genau die Kohle gekriegt, die sie gebraucht haben, um die blöde Stadtmauer zu bauen. Die nächste Sitzung ist am 27. Februar. Und wir müssen bis zum 23. Februar die Stadt Aalborg überzeugen, dass sie hier, ne, Hansestatus bekommen. Also, das wird nix. Oh, oh, ich sehe schon, das werden wir verkacken. Und da heißt dann auch hier, ui, der Hanserag mag das gar nicht. Wenn wir hier Fehlschläge produzieren, ja, ich fürchte, das haben wir hier gerade gemacht. Hm. Schade. Ja gut, kann ich jetzt nicht ändern, ne? Ist halt so. Das nennt sich Pech. Wir schauen viel lieber noch eine Runde nach Stettin. Was könnte man hier noch produzieren? Pech wäre natürlich interessant, gell? Pech wäre interessant, aber da müsste ich mir jetzt erst einmal die Handelsroute anschauen. Stettin, da haben wir sie. Ach ja, wir kaufen das momentan ein, stimmt. Wir kaufen momentan Pech und Honig vom lokalen Markt in Stettin. 2020, ja, das ist nicht allzu viel. Hm. Das ist nicht allzu viel. Ja, komm, das machen wir anders. Wo sind unsere Seemöwe eigentlich? Da ist... so, wir schmeißen erstmal den ganzen Dreck hier ins Kontor. Reparieren die Seemöwe. Bilden hier kurz einen Konvoi, den Bojenschreck. In diesen Konvoi laden wir etwas Holz und Ziegel. Und damit geht's dann... Ahab, super. Willst du Holz und Ziegel, Ahab? Bestimmt nicht, oder? Du willst doch keine Holz und Ziegel. Nee, hab ich mir gedacht. Wäre ja total schwachsinnig, ne? Du nimmst die guten Waren mit. Die richtig teuren. Nö, auch nicht. Malmö lässt er in Ruhe. Okay, also Ahab steht nur blöd rum. Soll mir recht sein. So, unser Bojenschreck ist in Stettin angekommen. Und da knallen wir jetzt erst einmal den ganzen Scheiß hier auf den Markt. Naja, fast alles zumindest. So. Warum mache ich das? Ja, weil hier akut Baumaterial fehlt. Das haben wir ja gesehen. Und jetzt geht die Baukiste los. So, ich würde sagen, wir fangen mit Honig an. Das kann man, glaube ich, immer brauchen. Speziell der Norden braucht es ja auch für die Metproduktion, ne? So. Bemüht euch nicht weiter mit der Produktion von Waren. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Ich habe euch bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass ich eure Ausbreitung in meiner Stadt nicht schätze. Ihr stört meine Geschäfte. Jo. Das kennen wir ja. Also der Meister heult schon wieder eine Runde rum. Ist ja nichts Besonderes. So, und dann, nachdem ich hier jetzt auch gerade in der Zwischenzeit, wo sich der Kollege ausgeheult hat, bei unserem Kontorsverwalter die Einstellung geändert habe, dass er zumindest immer 20 Holz auf Bestand haben soll, können wir jetzt, denke ich, hier auch mal unseren Pechkocher an den Start bringen. Unseren ersten eigenen. So ein Metall wäre natürlich auch nicht schlecht, gell? Metall wäre auch nicht schlecht. Komm, das machen wir auch noch. Das machen wir auch noch. Was machen wir da? Machen wir mal der Rat 10. Der Hanse sucht einen tüchtigen Händler, um eine neue Hanse-Niederlassung zu gründen. Einen solchen Auftrag solltest du dir nicht entgehen lassen, denn er bringt viel Ruhm und Ehre und macht dich beim Hanserat beliebt. Der Auftrag wird in der Gilde angeboten. Wunderbar, vielen Dank. Das ist ja prima.
Das ist prima. So, nichtsdestotrotz, wir lassen uns hier nicht ablenken, ne? Wir bauen hier nochmal was. Was haben die eigentlich? Produktion in Stin PR. Oh, bin ich in Arsch. Aber bei den kann ich, glaube ich, noch annehmen, nachdem es noch nicht gebaut ist, weil jetzt haben wir wieder 200.000, die wir kriegen, nur dafür, dass die zwei hier fertiggestellt werden. Das wäre blöd gewesen, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte. Komm, wir bauen hier noch eine Werkstatt hin, beziehungsweise eine Schmiede. Sie ist ja in Patrizia 2, ist es, glaube ich, Werkstatt, oder? Ich glaube, in Patrizia 2 war es, ja. Gilde-Maßnahmen. Haben wir natürlich jetzt das Problem, dass wir diese Maßnahme nicht sehen, weil uns das Ding hier noch mit Aalborg blockiert ist. Das ist ärgerlich. Ja, das ist auch ärgerlich. Super. Mein Gott. Diese blöde neue Stadtmauer, echt. Das war übrig wie sonst noch was. Hier sehen wir es ja auch schon. Die Planung der neuen Stadtmauer. Haben da schon angefangen? Und nicht, gell? Doch, hier. Hier entsteht schon das erste Stückchen. Naja. Also gut, komm, kann ich jetzt nicht ändern, ist halt so. Ist ärgerlich, aber gut. So, schauen wir kurz nach Stockholm. Hier produzieren wir jetzt ja ebenfalls Hanf. Den verkaufen wir auch, oder? Was sagt unser Verwalter? Warenverkauf, ja. 55, aber er verkauft irgendwie nicht. Ah doch, hat er gerade. Okay, er hat gerade verkauft, prima. Also heißt, wir können mit diesem Hanfhof im Endeffekt, ja, die Stadt versorgen. Eine der wenigen Situationen, dass wir das, was wir in der Stadt produzieren, auch gleich zu einem super Preis loswerden. Witzig. Jetzt haben wir gerade 200.000 gekriegt. Ich glaube, das war für die Fertigstellung des Pechkochers, oder? Ja, tatsächlich. Gerade eben fertig geworden. So, jetzt wissen wir natürlich nicht, was die Kiste hier verbraucht, ne? Also müssen wir kurz noch warten. Malmö in eine Hungersnot treiben, fordert der Landesfürst. Ja, das ist jetzt auch manchmal so eine Geschichte, ne? Dass der eine Landesfürst dem anderen die Butter nicht auf dem Brot gönnt. Was bedeutet, die wollen, dass man die, dass man die anderen Städte quasi von dem anderen Landesfürsten, ja, in die Hungersnot treibt. Das würde uns aber natürlich schwächen, weil wir sind ja nicht so blöd und würden unserer eigenen Stadt, wo wir vertreten sind, so etwas antun. Das muss nicht sein. So, den Bojenschreck können wir wieder auflösen. Den brauchen wir nicht mehr. Was will ich? Ne, ich wollte jetzt eigentlich nicht. Ja, wobei, wir können mal wieder, ne? Wenn's hilft, so mit 2,5 Millionen auf dem Konto, kann man dann auch irgendwann in die Kirche gehen. So, was will er schon wieder? Getreide, Hanffälle, das kann er haben. 19 Fälle, ja komm, die haben wir gleich im Konto, das ist kein Thema. Kaufen wir kurz 20 und dann erfüllen wir ihm diesen Wunsch. So, dann ist er wieder glücklich. Hurra, 74%. Also, ne, da wo man das Zentrallager hat, meistens in der Heimatstadt, da sind diese Aufträge eigentlich immer eine Lachnummer. Weil die Heimatstadt immer die mit der besten Versorgung ist in der Regel. Schauen wir kurz unseren Bestand an. Hanf. Deutliche Überproduktion. Wolle haben wir mittlerweile auch eine gute Reserve. Warum? Ja, das liegt daran, dass ich den Transport nach Edinburgh etwas zurückgefahren habe. Der nimmt nicht mehr, ich glaube 100 war es, mit 150 mittlerweile. Und jetzt baut sich langsam bei uns auch der Wollebestand wieder auf. Da waren wir ja auch knapp, ne? Honig haben wir Problem. Haben wir jetzt durch die Produktion in Stettin ein bisschen zugewonnen. Met ist ein Problem. Tuch ist ein Problem. Gut, sind wir von Edinburgh abhängig. Und Stockfisch ist auch ein Problem. Mhm. Na gut. Käse ebenfalls. Sag mal, was ist denn da los? Was ist denn da bitte los, Freunde? Wir haben doch Käse. Da ist Käse. Die machen wahrscheinlich zu wenig. Vermutlich sind unsere Städte, weil wir haben ja expandiert, vermutlich sind die mittlerweile so groß, dass sie einfach da mehr snacken. Nein. Nein, Schmarrn, Kommando zurück. Mein Fehler. Das ist jetzt was in der Pause aufgetreten ist, also in diesen paar Monaten, wo ihr nicht dabei wart. Ich hatte in Malmö einen in der Kneipe getroffen, der mir solche Schmugglerware angedreht hat, oder hab andrehen lassen, besser gesagt. Also, Schmugglerware, ne, das ist von den Piraten halt. Hehlerware. Und jetzt hat natürlich der Kollege, der den Transport nach Malmö macht, ein kleines Problem, dass er eben nicht alles mitnehmen kann. Wenn wir ihm mal kurz unter die Arme greifen.
Und dazu braucht man natürlich entsprechend Kapazität. So, und dann ist natürlich auch klar, warum kein Käse mehr ankommt, ne? Weil Käse in der Warenliste ziemlich weit unten steht. Und der arbeitet ja von oben nach unten diese Liste ab. So. Jetzt haben wir ihm, denke ich, etwas unter die Arme gegriffen, dem Freund. Da sollte das gehen, dass die Seemöwe. So, hier ist Malmö, genau 205. Leer, jetzt geht er zurück. Belädt er wieder neu. Genau, also er kann immer bloß zu 200 Waren einladen bei Hin und Her. Und dann ist klar, also wir haben da richtig dicke Waren bekommen. So, aber wir haben ja zum Glück unsere Seemöwe. Die hilft uns, so muss es sein. So, jetzt haben wir wieder jede Menge Gedönse. Prima. Aber gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle für heute mal wieder Schluss. War, denke ich, auch mal ganz interessant für euch zu sehen. Ja, wie verhält sich denn das mit diesen ganzen Aufträgen, auch wenn wir jetzt vielleicht die Kiste hier mit Aalborg ein bisschen vermeiert haben. Also, was heißt wir in diesem Fall? Natürlich wieder ich, ne? Ich sage immer wir. Ja, es tut mir leid, also fühlt euch da bitte nicht irgendwie angegriffen, sondern der Einzige, der hier Fehler macht, das bin natürlich ich. Aber gut, nichtsdestotrotz, ich mache Schluss für heute. Und wir sehen uns dann in einem Monat wieder, Ende Februar, sobald wir dann den nächsten Auftrag für die Gilde annehmen können. An dieser Stelle danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.